Herzlich willkommen zurück zu Darkseiders, Session 4. Heute kontinuieren wir im Wassertempel und damit, ja, wieder RFJ Let's Play. Wir müssen jetzt erstmal für die Tür da hinten den Schlüssel finden und mir ist dann tatsächlich auch beim letzten Let's Play aufgefallen, dass ich noch etwas im feurigen Whatever-Tempel vergessen habe. Ich stelle mich jetzt erstmal intelligent an. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hin muss. Sieh da, da ist eine Kiste. Da kommen wir rüber. Okay, ich habe es nicht verkackt. Das ist schön. Gut, das bringt mir natürlich jetzt nichts hier. Das heißt, ich muss hier von der anderen Seite. Und das bringen wir erstmal auch genauso wenig. Gut, ich weiß, dass ich es beim ersten Mal besser geschafft habe und ich glaube, ich sehe da was. Let's Adventure. Oh, das ist aber sehr schön, dass der nicht einfach auf die Wasserfläche platscht wie im ersten Teil, sondern auch bei einer gewissen Höhe im Wasser drin reintaucht. So, hier kommen wir anscheinend rein. Gibt es hier noch was? Nein. Okay, dann tauchen wir mal ab. Nein. Abtauchen. Das andere. Ein bisschen die Kamera richten. Bin ich jetzt mal gespannt, wo wir hier landen. Zack. Viel gibt es hier nicht zu sehen. Schade eigentlich. So, mir ist auch aufgefallen, dass ich in den letzten Teilen etwas auf Aggro war. Das lag hauptsächlich mit der Hitze zusammen, die jetzt in Berlin stattfand. Oh, da haben wir jetzt das Exploding, das wir brauchen, um das grüne Zeug loszuwerden. Zack. Das sollte reichen, wunderbar. Habe ich was vergessen? Ich denke nicht. Nein, da hinten kommt man sowieso nicht hin. Wunderbar. Hier oben dürfte nichts sein. Ja, ich check nochmal kurz wegen der Kisten. Genau, ich war ja letztens relativ aggressiv drauf. Das lag aber tatsächlich daran, es frustriert. Ich war frustriert, ich war erschöpft und hatte auch wenig gegessen an diesen Tagen. Letzte Zeit war mir der Appetit weg. Oh, da müssen wir auch mal eine Bombe hinhauen. Einen Moment. Und ihr wisst ja, wie Männer oder zumindest männliche Geschöpfe meistens werden. Sie werden ziemlich mürrisch, wenn sie nicht ihr Fleisch bekommen. Bis auf Jakob. Aber das sei nur mal gesagt. Ich behaupte mal, er ist immer noch männlich. Ja. So, Tod hängelt sich schon mal wieder so schön herum. Dö. Zack. Komm, weiter. Und da wissen wir schon, dass da links noch was ist. Gucken wir mal, ob wir es schaffen zu aktivieren, bevor es in unsere Hand explodiert, sofern es das überhaupt tut. Vielleicht war das sogar unnötig. Ich weiß es noch nicht. Werden wir gleich herausfinden. Gut. Im ersten Teil, für die es halt auch noch nicht wissen, oh, tatsächlich haben wir eine Kiste freigehabt. Und dann war pures Geld und Handschuhe. Yay. Yeah. Stylisch Kriegs. Stylisch tot, stylisch. Hier kommen wir jetzt wohin? So, da glaube ich, können wir wieder im Kreis tänzeln. Auf jeden Fall ist mir gerade aufgefallen beim Intro von vorhin. Das ist hier übrigens die Havoc Engine. Die ist doch schon relativ alt, so viel ich weiß, aber auch relativ erfolgreich. Hier wollen wir hin. Da hinten waren wir. Okay. Speichersucht kurz. Kampfpassagen werden hier anscheinend nicht so oft mehr sein. Gut, sicher ist sicher. Wir gucken mal kurz im Wasser.
Nein, hier haben sie diesmal nichts versteckt. Das ist auch gut so. Und kommt auch dementsprechend überraschend rüber. Na, na, danke. Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass vergleichsweise zum normalen Spiel, ohne jetzt aufzunehmen, die Steuerung nicht so eindeutig reagiert. Dementsprechend konnte ich nicht immer so gut ausweichen. Sie reagiert noch, aber da die Reaktionszeit ist nicht immer die, die man will. Gut. An die kann ich mich nicht erinnern. Achso, die kam hier. Gut. Ich merke gerade. Dann bin ich mal erstmal wieder ruhig. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ausweichen, 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 ausweichen. Gut, die hätten wir. Au. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass der Dungeon mal so war, ehrlich gesagt. Au. Trank. Wir haben keine Tränke in der Suppe. Das heißt, wir werden vermutlich hier sterben, wenn ich mich jetzt nicht etwas konzentriere und aufhöre zu reden. Danke, dass du wartest. Wunderbar. Gut, anscheinend gibt es mehrere Wege, einen Dungeon zu begehen. Weil den Weg, glaube ich, oder ich leide jetzt an temporärer Alzheimer, ich weiß es selbst nicht. Ah ja. Noch so eine ziemlich interessante Sache ist, dass eben auch so, was normalerweise unbedeutend deinem Spiel ist, wie diese Kisten. Also, ich kenne es von keinem Spiel bisher, einfach mal so ein sowas drin liegen kann. Yeah. Gut, das war auf jeden Fall erledigt und da sind wir schon auf der anderen Seite mit der Kiste mit dem Schlüssel wahrscheinlich. Pup. Ernsthaft, ich muss irgendwas wie eine Brain Damage haben. Okay, da haben wir jetzt den Schlüssel, drücken wir hier das Knöpfle. So. Speichern wir natürlich, das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Auf den Speicherpunkt, auf den Speicherpunkt, auf den Speicherpunkt. Manche von euch werden wahrscheinlich diese Theme sogar noch kennen, die ich gerade gesungen habe. Also was heißt noch? Die Typen existieren noch, die diese Theme nutzen. Gut. Hier bin ich immer etwas vorsichtig. An die Stelle erinnere ich mich wiederum. Das heißt, hier waren wir schon mal, aber vor langer, langer Zeit. Ja. Ich bin tatsächlich, wahrscheinlich habe ich ein geistiges Alter von 980. Splinterborn. Alles klar. Daran kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern. Das heißt, ich habe erstens hier jetzt ein paar Sachen im Feuertempel vergessen. Zweitens, bei meinem ersten Spielstand, den ihr natürlich nicht sehen werdet,
paar Sachen im Wassertempel vergessen. Johe. Das ist natürlich ein Vorteil. So, gucken wir mal, ob hier was herum in dem Gesöff ist. Ja, da haben wir's. Die scheinen auch sich gerne im Wasser zu verlieren, merke ich gerade. Ich frage mich, warum die so rumliegen. Ich glaube, Wulgrim hat mal als Kind geglaubt, dass jedes Wasserstäbchen ein Wasserfleckchen im Wunschbrunnen ist. Bis er dann Kaufmann wurde. Und dann bereut hat, die alle da reingeworfen zu haben. Oh, Wulgrim. Gut, wo geht's da lang? Wo geht's da lang? Okay, hab dann immer noch die besten Waffen, sehe ich gerade. So. Da geht's raus. Mai, mai. Und da geht's weiter, anscheinend. Nein. Ja. Gut, da haben wir jetzt ein Steinchen gefunden. Können wir dann auch gleich bald mal... FPS-Einbruch, na super. Ja, sieht nicht so gut aus gerade mit den FPS. Damit müsst ihr erstmal für kurze Zeit leben. Ich werde jetzt aber die Aufnahme auch nicht deswegen wieder stoppen. Das wäre mir jetzt zu viel. Ich halte mal kurz ein bisschen still. Scheint nichts zu ändern. Gut, das ist natürlich scheiße. Oh, das schmerzt in den Augen. Warum? Ja, ich vermute mal wieder, hier wird geupdatet. Ja, The Fjord. Ich glaube, wir sind ja nicht mal... Gut, wir sind nicht mal in der Drenchford. Was erzähle ich da für einen Scheiß? Es tut mir echt leid. Wir sind gar nicht in der Drenchford. Wir sind erst in der Shattered Forge, die ich gerade hier auseinandergenommen habe. Was natürlich einerseits einen Vorteil hat, da können wir das erstmal hier abgeben bei Tristone. Das ist genauso wie Firestone im Borderlands Dorf ist. Und können dann eventuell kurz mal noch in der Cauldron nachscheppern. Das Scar habe ich ja auch nicht auf der Karte. Also hier gibt es noch einiges zu entdecken. Wir haben noch nicht alles entdeckt, das ist ja interessant. Gut, da laufen wir erstmal nach da. Ja, danke sehr. Ne? Ansonsten war heute auch der heißeste Tag in Berlin, also zur Zeit jetzt der Aufnahme. Veröffentlicht wird das erst viel später, weil das Upload noch dauert und da wir haben nicht alle Folgen hoch. Aber die FPS ist echt am Arsch gerade. Also ich werde gleich mal die Aufnahme pausieren. Dann sehen wir weiter. Gut, ja, nee, das ist jetzt echt zu viel. Ich glaube, ich werde mal den PC neu starten, nochmal gucken. Und damit herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt mal den PC neu gestartet, hoffe, dass diesmal die FPS mehr als das Doppelte sind als vorher, nämlich über 22. Seltsamerweise bei Darksiders 2 bleibt die FPS relativ unten, während bei Darksiders 1, dass er die gleiche Engine ist, die FPS konstant 30 bleibt. Nun ist das hier nicht der Fall, vermutlich auch, weil jetzt aus der Engine mehr herausgeholt wird, denn man weiß tatsächlich, wie viel die PCs heutzutage aushalten. Ich hoffe, das da ist Varus, falls nicht, ist es halt nicht. Ich bin schlecht mit Namen. Nein, ist er nicht. Gut, das ist Ayla. He mourns the loss of his friend. Fans are a friend? Och aye. His great hammer, Splinterbone. It felled many a giant. But Valis lost it in a dungeon west of here, and it weighs heavy upon him. If you can find Splinterbone and return it to my brother, you will earn his gratitude. Mayhaps the forging of a proper weapon. Oh geil, das heißt, wir haben jetzt da herumgesucht und einfach mal diese Nebenquest erledigt. Das heißt, wir waren gar nicht, ja, ist doch eigentlich schön. Gibt's ein paar extra Sachen. Then I claim my reward. Maker's blood! You've already found it! Death, I don't know what to say. My brother thanks you. It's been too long since his friend is at his side. Ja.
Now he will craft wonders such as the world has never seen. I leave you to your work, Valis. Should you come this way again, you may find items of even greater power. Es ist so, es klingt so falsch bei Tod, diese etwas stärkere Betonung zu hören. Aber cool. Gut, fürs Erste wird es hier natürlich nichts Großartiges geben, aber wir können hier schon mal die alten Waffen verkaufen. Welches Level sind wir eigentlich? Dürften nichts Großartiges sein, ne? Der Hammer ist auch für ein Mist. Auch wenn das lustig aussieht. Also die scheinen nicht mehr die besten zu sein. Gut, dann verkaufen die mal. Die auch. Gut, die Omega Blades behalten wir natürlich, weil die scheinen vor allem mit dem Omega Fire sehr, sehr mächtig. Dann haben wir diese Pauldron, die Shroud, die Vagabunden-Shroud, das Kova, Wraps. Sehr lecker. Wraps schmecken sehr gut. Und sind, wie man natürlich sieht, als Vagabund-Wraps sehr robust, zäh zu essen. Vagabond Greaves, warum habe ich die nicht ausgerüstet, wenn sie besser sind? Das werden wir gleich mal machen. Den können wir verkaufen, der hat keine Grundwerte. Den verstehe ich noch nicht ganz, aber ich verkaufe mal trotzdem, genauso wie den hier. Und damit haben wir 40.503 Gold. Wenn wir uns da nicht glücklich schätzen können, weiß ich auch nicht. Gut, das wäre erledigt. Ja, ich habe mit dir geredet und hast es wahrscheinlich wieder vergessen. Bin also nicht der Einzige mit Alzheimer hier. Ja, bin ich auch für. Hast recht. So, gucken wir mal. Gehen wir dem auf den Grund. Also, klar, wir haben jetzt die hier. Und wir haben die ausgerüstet aus irgendeinem Grund und nicht die. Achso, wir sind wahrscheinlich ein Level aufgestiegen und haben es selbst nicht gemerkt. Erinnert doch sehr an Samael aus dem ersten Teil. Wer es noch nicht weiß, einfach mal das Let's Play gucken, denn das ist überhaupt keine Werbung, die ich hier betreibe. Herpeter. Equip. So. Haben wir wieder ein paar Sachen gefunden, die wir kurzerhand verkaufen. Madame, danke sehr. Ich hoffe, Sie haben nicht vergessen, wer ich bin. Achso, das ist wieder... Ich habe mich gerade gewundert, woher habe ich plötzlich die Sküten wieder. So, das können wir verkaufen. Sabatons. Ist das nicht diese super Band? Das, also da gibt's. Ist nicht die Band auch Sabaton? Mit Carolus Rex und Co. als Leader. Geht in den Bereich von Hero Metal, denke ich mal. Sieht sehr danach aus. Gut, das wäre erledigt.